Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und zwar, ich war krank, bin aber wieder kerngesund. Nach 2 Tagen, 1,5 Tagen ungefähr, ging es mir komplett wieder gut. Jetzt fragen sich manche, du bist doch nicht normal. Doch, eben doch, weil ich weiß eben wie und was. Also, wenn ihr mehr solche praktischen Videos haben wollt, sehr gerne einen Daumen nach oben, dann weiß ich das, dann zeige ich euch noch ein bisschen was aus meinem Alltag, ja? Und zwar viele würden das wahrscheinlich gar nicht zeigen, so dass sie krank sind oder dass sie krank waren. Ich meine, ich wollte das Video noch machen, wo ich krank war, aber ich war einfach so schnell wieder gesund. Also, ja, deswegen, naja, tut mir leid. Aber auf jeden Fall sage ich es. Und viele würden das zum Beispiel auch als Schwäche sehen oder versteht ihr, viele YouTuber würden das gar nicht zeigen. Aber ich sehe es als Chance. Ne? Ich sehe in allem, Anführungsstrichen, Schlechten, ich glaube nicht an Schlechtes, dass man daraus was Gutes machen kann. Und ihr könnt daran jetzt eben partizipieren, weil ich zeige euch in diesem Video einen ultra krassen Trick, den noch niemand so gezeigt hat, sage ich mal, überhaupt auf die Idee gekommen ist, wie das ganz schnell vorbei sein kann wieder. Ja? Und als allererstes ist es so, dass Tiere werden auch mal krank. Ja? Pferde, Kühe oder sonst, habe ich letztes Mal auch noch gesehen. Eine Kuh hatte Schnupfen auf der Wiese. Ja? Es ist eine Art Signal deines Körpers, dass er mit der Entgiftung nicht zurechtgekommen ist, und das verstehe ich auch, weil ich habe nun mal viel Stress. Ich möchte euch mal kurz was demonstrieren. Ich habe hier kaltes Wasser, ganz normal kaltes Wasser, weil wir gerade eben zum Beispiel auch sowas noch alles nebenbei entwerfen. Es gibt bald Tees, ja. Und diese Tees gibt es von uns, das ist die schwarze Goji-Beere. Ich möchte euch mal kurz was demonstrieren. Alles klar, Patrick, du hast alles verschüttet. Ich bin komplett raus, Leute. Das war's komplett. Haut hier rein. Okay, da bin ich wieder. Und zwar hier ganz normales Wasser. Und das ist die schwarze Goji-Beere. Das ist die OPC-reichste Pflanze, die jemals auf dem Planeten Erde gewachsen ist. Ja, die gibt es noch gar nicht in Europa. Wir sind die Ersten und wir bieten sie auch noch in 100% Organic an. Bisschen Werbung muss sein, meine Freunde. Und zwar dieses Wasser. Ich zeige euch mal was, wie krass das einfach ist. Schaut mal genau zu, was jetzt passiert. Das ist OPC quasi, was ins Wasser übergeht. Ist das Wahnsinn oder ist das Wahnsinn? Ich zeige euch das gleich nochmal ganz genau. Was ich sagen will, wir entwickeln natürlich auch solche Sachen und ich bin mir nicht so schade und dann kommt halt sowas mal vor. Auf jeden Fall, was ich jetzt aber sagen will, ja. Viele denken sich, okay, ich bin Biochemiker, habe seit Jahren lang nichts anderes gemacht als Studien gelesen, jetzt komme ich mit irgendeinem krassen Mittel um die Ecke, Ingwer und Oregano, und dann nehmt ihr das noch und diese ganzen langweiligen Hausmittelchen, ja. Und das ist überhaupt nicht, oder klar, man muss einen guten Vitamin-D-Spiegel haben und so weiter. Ja, das ist alles okay, ja, aber das ist nicht der Hauptgrund, weil der Hauptgrund ist jetzt mal ganz kurz, etwas ist nur so stark, der Feind ist nur so stark, wie du ihn lässt, ja, ganz einfach. Und im Grunde genommen ist es so, dass der Zucker die Schuld daran ist. Denn der Zucker ist Nahrung für bestimmte Erreger. Ich habe ein Video darüber gemacht, hat glaube ich fast 80.000 Aufrufe. 99% der Menschen machen diesen Fehler, diesen verheerenden Fehler, ja, bei einer Erkältung. Da erzähle ich davon, dass man den Zucker entziehen soll und dann können die natürlich auch nicht mehr wachsen und so weiter. Es gibt aber noch einen richtig krassen Trick dabei, wie man das Ganze nochmal viel mehr potenzieren, multiplizieren kann, um die Bakterien wirklich auszutricksen, biochemisch einfach, ja. Okay, also, ich fange mal an. Also, als allererstes, ja, wichtig, kostenloser Tipp, jetzt aufgepasst, Daumen nicht vergessen. Als allererstes Rohkost. Warum Rohkost essen? Weil, wenn du etwas kochst, kann viel schneller Zucker in deine Blutbahn wieder gelangen, weil die Ballaststoffe alle weich gekocht sind. Das heißt, die Bakterien kommen viel besser an die Substanz, an das Substrat dran, ja. An diesen Zucker, an den Alkohol, sag ich mal, ja, und können dann dementsprechend viel schneller Verstopf wechseln, viel mehr Blut weist dann dementsprechend Zucker auf, weil die Oberfläche nun mal kleiner wird, indem es weiter zerkocht wird, okay? Das heißt, Rohkost erschwert den Bakterien, daran zu kommen. Punkt Nummer 1, nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt kommt jetzt. Also, was willst du tun? Du wirst als allererstes, klar, also ich bin aufgestanden, habe als allererstes Oreganoöl genommen und so weiter, natürlich Supplements, Vitamin D, aber das ist gar nicht das Entscheidende. Du stehst auf und das Erste, was du danach isst, ist eine Rohkostmahlzeit, und zwar eine glukosehaltige, eine fruktosehaltige, das heißt, ein Obst isst du als allererstes. Und jetzt fragen sich Leute, warum, du hast doch gerade erzählt, Zucker nicht und so weiter. Hör mir zu.
auch nicht, auch welches Obst ist ziemlich entscheidend. Ich blende hier mal kurz was ein, habe ich auf dem Video. Hier seht ihr eine Tabelle. Ja? Zum Beispiel gibt es auch Datteln und Äpfeln und Birnen. Und diese eignen sich nicht. Warum? Weil das Glucose-Fructose-Verhältnis nicht ganz optimal ist. Weil Birnen und Äpfel zum Beispiel sehr viel Fructose enthalten, was gar keine Auswirkung auf deinen Blutzuckerspiegel hat. Du willst aber einen hohen Blutzuckerspiegel haben. Das heißt, diese Obstsorten würden eher ausscheiden. Welche würden in Frage kommen, habe ich ebenfalls im gleichen Video erklärt. Und zwar diese, die sehr viel günstiger, das heißt viel mehr Glucose haben, was sehr wohl dein Blutzuckerspiegel beeinträchtigt. Ja, die beste Variante ist natürlich die Papaya, sehr exotisch, schwer zu bekommen, reif sowieso nicht, wenig Zucker, das halt scheidet aus. Zwetschgen gerade nicht in Saison, aber Mandarinen, ja klar, gibt es in Bio-Qualität. Die nehmen wir. Super Glucose-Fructose-Verhältnis, viel mehr Glucose, viel mehr Auswirkungen auf deinen Blutzuckerspiegel. Davon habe ich mir ein Kilo ungefähr reingehauen. Was wird passieren? Dein Blutzuckerspiegel schießt nach oben. Der Körper will auf gar keinen Fall hohe Blutzuckerwerte haben, weil das nervenschädigend ist, deine Augen auch irgendwann schädigt, Organe, Leber, Herz und so weiter. Dein Körper will alles Gute für dich tun, schüttet sehr viel Insulin aus, um das schnell wieder nach unten zu regulieren. Dein Körper kann aber nicht genau wissen, wie dein Blutzuckerwert vorher war, und ihn genau auf diesen Wert wieder, also Blutzuckerwert vorher, Obst, dann auch genau auf diesen Blutzuckerwert wieder herunterzusenken, so viel Insulin zu produzieren, so genau ist dein Körper gar nicht. Er produziert immer etwas mehr. Das heißt, dass der Blutzuckerspiegel später noch weiter sinkt. Das heißt, das ist auch der Hauptgrund, warum du wieder Hunger hast, weil du auf diesen Wert wieder haben sein willst, auf diesen Sollwert, ja. Der ein bisschen durch deine Leber auch reguliert ist, ja, weil die auch immer Glukagon und so weiter ausschüttet, was dann wieder dementsprechend Glucose bzw. Glykogen aus deiner Leber freisetzt in deinem Blut. Du hast so einen Sollwert, den der Körper ziemlich gerne mag. Ja? So. Das heißt, dein Blutzuckerspiegel wird später tiefer sein und das willst du doch haben. Das heißt, was passiert? Du hast vorher den Blutzuckerwert gehabt, davon können die Bakterien gut leben, dann gibst du ihnen zwar viel, aber später ist der Wert viel tiefer. Und wenn du das auf den Tag weiter durchziehst, ist die Bilanz am Ende des Tages weniger Blutzucker im Spiegel als vorher. Ziemlich tückisch, oder? Jetzt kommt aber noch was ganz Scheidendes. Und zwar, die haben ja zuvor ziemlich viel Zucker bekommen, einmalig. Was wird passieren? Sie werden investieren, ja? Sie werden investieren in Nachwuchs. Beispiel, du hast ganz viele Filialen, ja? Zum Beispiel, du hast einen Laden, es boomt gerade total, was du machst mit dem Geld, du investierst in ganz viele Filialen. So, hast viel mehr Ausgaben jetzt auf einmal und auf einmal kauft keiner mehr. Dann heißt, du bist sehr viel schneller pleite, als wenn du eine Filiale hast und von diesem dann dementsprechend gespartem viel länger leben kannst. Verstehst du? Genau das passiert den Bakterien. Sie investieren in Nachwüchse und die Nachwüchse werden alle sofort verrecken. Weil sie viel von ihrer Energie abgegeben haben für Zellteilung natürlich, ja, mitotische Teilung und solche Sachen. Das ist ultra raffiniert, ja. So, das ist jetzt Punkt Nummer 1, ja. Punkt Nummer 2 meine ich. Was passieren wird. Und jetzt kommt nochmal Punkt Nummer 3, was weiter entscheidend ist, was du tun kannst. Drei Mittel, ja, wie du deinen Blutzuckerspiegel noch weiter nach unten senken kannst, beziehungsweise die Insulinsensitivität noch weiter nach oben setzen kannst. Punkt Nummer 1 gab es Zimt, ja, habe ich bereits schon mal ein Video gemacht, ja. Sehen wir hier zum Beispiel in der Studie, ja, wurde Werte genommen, also eine Metastudie, dementsprechend 15 Studien wurden gemessen und der Hauptanteil davon, ich glaube zwei oder drei waren ein bisschen nicht so, aber der Hauptanteil zeigt niedrigere Blutzuckerwerte wie vorher. Das ist natürlich nicht absolut bahnbrechend, aber der Trend ist da und das ist, was wir wollen. Da gibt es natürlich, kann man sagen, ja gut, das ist aber nur eine Momentaufnahme. Nein, auch der HbA1c-Wert, ja, dementsprechend der Langzeitblutzuckerwert, der an Hämoglobin so gesehen gebunden ist, auch der wurde gemessen und hier sehen wir auch an 11 weiteren Studien, das heißt eine Metastudie, der Trend geht auch ebenfalls nach unten. Hello, Zimt sehr, sehr gut dafür, um den Blutzuckerspiegel weiter unten zu halten, noch tiefer zu bekommen. Punkt Nummer 2 ist Brokkolisprossen, genau genommen Sulforaphan, ja, das ist ein bestimmter Stoff, sekundärer Pflanzenstoff, der ganz, ganz wichtig ist zur Krebsbekämpfung, wissen wir alle. Aber in Sprossen 100-mal höher ist als im normalen Brokkoli, dieser Sulforaphan und anderen Kohlgewächsen. Das heißt, Brokkolisprossen enthalten davon sehr, sehr viel. Schauen wir uns die Studienlage einmal an. Hier sehen wir ebenfalls niedrigere Blutzuckerwerte nach Minuten oder eben auch auf Wochen gerechnet. Ja? Womit hängt das zusammen? Schauen wir uns mal die Insulinsensitivität an. Und aha, sie geht nach oben, ja, ganz, ganz klar. Und das ist der Hauptgrund dafür, warum mehr Zucker aus dem Blut genommen wird. Kommen wir zu Punkt Nummer 3, Alpha-Liponsäure. Ja? Alpha-Liponsäure kommt bei dir auch im Körper vor. Ganz wichtig, mein Energiestoffwechsel ist unerlässlich mit B-Vitaminen zusammen für Pyruvate, Dehydrogenase, Verstoffwechselung später von Zucker, ja?
von der Glykolyse in den Citratzyklus. Alles nicht so wichtig, aber was wichtig ist, dass die Pyruvat-Dehydrogenase die Insulinsensitivität massiv nach oben gesetzt wird und das wird auch als jenes verkauft, wird aber von keinem Arzt empfohlen. Stattdessen wird empfohlen Metformin, das ist ein Stoff, der bei Diabetes gegeben wird. Schauen wir uns die Studienlage einmal an und hier sehen wir zum Beispiel, dass eine Low-Fat-Diät ja, viel, viel geeigneter ist für niedrigere Blutzuckerspiegel als eine High-Fat-Diät, sehen wir in dieser Studie. Nur basierend jetzt auf, ich mache jetzt hier kein großes Fass auf, in dieser Studie. Ja. Ist natürlich auch für mich persönlich ziemlich logisch, weil Fett umschließt Zellen und das Insulin kann schwieriger dort hinankommen. Es muss viel mehr davon produziert werden und so weiter. Ich glaube, das wissen die meisten. Sehen wir aber, dass die High-Fat-Diät gekoppelt mit Alpha-Liponsäure, ja, sehen wir hier, bessere Ergebnisse erzielt als die High-Fat-Diät gekoppelt mit Metformin, ja, das heißt dem Arzneistoff. Das heißt, Alpha-Liponsäure wirkt ebenfalls so, wirkt aber nicht von Ärzten empfohlen, sondern eher der pharmazeutische, ja, wie soll man sagen, Xenobiotik, der normalerweise bei unserem Körper nicht vorkommt, anstatt körpereigenes Gabe etwas zu erhöhen, temporär. Diese Ergebnisse anscheinend kein Interesse an die Pharmaindustrie, ich weiß es nicht. Jedenfalls wirkt Alpha-Liponsäure dort Wunder. Alpha-Liponsäure kann man sich auch einfach aus der Apotheke holen als Infusion, ja, völlig kostenlos, etwas teurer, wenn ihr da Kontakte habt, eine Infusion, 600 Milligramm sind die Infusionen, wirkt absolute Wunder, ja. Wer das Ganze nicht unterstützen möchte, kann ich auch völlig nachvollziehen, wobei die Wirkung natürlich am absolut überragendsten wäre, ja, bei einer Infusion von Alpha-Liponsäure, was natürlich auch so völlig legal ist, man kann es einfach so beziehen aus der Apotheke, gibt es natürlich auch Ergänzungen dafür, ja. Ja, das war's soweit, ja. Ich denke, das sind bahnbrechende, ja, wie soll man sagen, Erlebnisse. Und jetzt schaut euch mal dieses Wasser hier an. Wahnsinn, oder? Komplett violett. Komplett fast schwarz, dieses Wasser geworden. Bald bei uns herrlich. Bisschen Werbung muss sein. Du weißt schon, was ich meine. Wunderbarer Tee. Schmeckt so übrigens nach so ähnlich wie Kamille. Und ist quasi auch auf, also ich fühle mich danach wie, als ob ich Kaffee oder so getrunken habe. So wirklich, egal, interessiert den. Für die es noch nicht gesehen haben. Was ich aber sagen will ist, ich muss den Scheiß ja jetzt mal aufräumen. Ganz logischer Trick, oder? Völlig nachvollziehbar, ja? Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und ich hoffe, ich konnte auch durch diese eineinhalb Tage, die mir jetzt nicht so gut ging, jetzt davon eben ganz, ganz viele Menschen partizipieren und einfach genau wissen, was zu tun ist, ja? Und nicht massenweise, was investieren oder sowas halt, ne? Einfach ganz logisch an die Sache herangehen, ja? Und austricksen die Bakterien. Ich laber schon wieder viel zu viel. Dankeschön fürs Zusehen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr noch oben sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder auf die Glocke drückt. Das war so schnell. Sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dabei auf die Glocke drückt. Das ist ganz, ganz wichtig für mich. Abonnieren, wirklich sehr, sehr wichtig für mich. Daumen, sehr, sehr wichtig für mich. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Schaut sehr, sehr gerne auf vitasomal.de vorbei. Meine liposomalen Supplements. Würde mich äußerst freuen, euch dort zu sehen. 4- bis 5-fach höhere Bioverfügbarkeit. Dort zu sehen, bald kommt ein neues Produkt.